Warum machst du das? Du leidest darunter, das sehe ich doch. Auf so eine Mutter kann ich gut verzichten. Hör dir doch wenigstens an, was sie zu Warum? Sagen hat. Sie hat Ansgar zum Chef der Holding gemacht. Und wundern tut mich das nicht. Ist nicht das erste Mal, dass du mich hintergangen hast. Aber vielleicht hat sie... Du kennst sie nicht. Ich weiß, wie sie ist. Und ich bin alt genug, um mich allein um meine Angelegenheiten zu kümmern. Also lass das in Zukunft. Komm. Traurig. Tut mir eingefallen, Ansgar, lass mich in Ruhe. Oh, da hat aber jemand schlechte Laune. Bist du etwa beleidigt, weil Mutter mich zum Chef gemacht hat? Das fände ich aber ziemlich schade, Carla. Ich hätte eigentlich ein bisschen gehofft, du freust dich für mich. Schau mal, ich habe mir das doch so lange gewünscht. Was hast du mit Mutter gemacht? Ach, jetzt komm schon, Schwester. Nur weil es mal nicht so läuft, wie du es gern hättest. Muss es doch nicht gleich heißen, dass ich dahinter stecke. Du bist wütend. Weil du jetzt nicht Mamas Liebling sein kannst. Tja, bei unserem alten Herrn konntest du immer machen, was du wolltest. Aber die Zeiten sind jetzt vorbei. Vater wusste schon, warum er dir nicht vertrauen kann. Ach. Na und? Der alte Trottel ist tot, Mutter hingegen lebt. Und mit der geht's dir jetzt ganz genauso, wie es mir damals mit Vater ging. Na, Schwesterchen? Wie fühlt sich das an? Willst du eine ehrliche Antwort? Wäre mal eine Abwechslung. Na je, Carla, du bist so durchschaubar. Du bist das Allerletzte. Na, bitte. Warum machst du das? Du bist so ein Arschloch! Du machst die ganze Familie kaputt! Lass mich los! Nochmal. Lass mich los! Ich dir, das passiert nie wieder. Ich lasse dich nicht allein. Niemals. Du bist doch das Allerwichtigste für mich. Du und Stella. Ist schon Feierabend? Ja. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Ich muss mich bei dir entschuldigen. Ich war ungerecht heute Mittag. Schon gut. Ich hätte mich nicht einmischen dürfen. Ich bin ganz schön übers Ziel hinausgeschossen. Ja, ein bisschen vielleicht. Ich hab's dir noch nicht erzählt, aber... Als mein Vater gestorben ist, habe ich mich mit meiner Mutter gestritten. Es ging um eine Kleinigkeit. Unser Verhältnis hat bis heute noch einen Knacks. Das tut mir leid. Und ich will nicht, dass es bei euch auch so endet. Ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel. Ganz im Gegenteil. Es tut mir leid. Ich hab Feierabend und hab hier nichts mehr zu verlieren. Oh, das sehe ich aber anders. Ach. Entschuldigung. Mutter, wie schön. Hallo. Ich wollte Sie bitten, ein Zimmer für Baron Tepp herrichten zu lassen. Er wartet oben in der Eingangshalle. Ja? Kann ich dir helfen? Ich weiß, du verachtest mich. Doch wie kommst du denn darauf? Etwa weil du, Ansgar, die Leitung der Firma übertragen hast, die du mir vorher entzogen hast?
Nein, aber Verachtung ist gar nicht das richtige Wort. Ich bitte dich, mich zu verstehen. Ja. Ja, dann erklär's mir. Ich höre. Danke. Das ist auch eine Antwort. Mutter, du hast dich für Ansgar entschieden. Das war ja nicht anders zu erwarten. Ich konzentriere mich in Zukunft auf die Dinge, die wirklich wichtig sind. Was ihr macht, das ist mir scheißegal. Komm. Die Hunger? Wir wollten gleich zu Abend essen.